Lass mich anfangen mit einem Zitat von Bertolt Brecht, wie so oft. Bertolt Brecht lässt die Oberen, die Unternehmer, die Regierenden, die da drüben im Rathaus sagen, ohne die Gewalt gibt es keine Sicherheit. Nur der Gummiknüppel macht die Menschen gesittet. In den Zeiten der Unordnung, an den Plätzen, wo das Chaos herrscht, wird der Mensch dem Menschen ein Wolf. Und er lässt die unten, also uns, antworten: In den Städten dieser Zeit herrscht keine Ordnung. Der Gummiknüppel hält die Unsicherheit aufrecht. Kein reißendes Tier ist zu uns wie der Mensch, der von Polizei geschützt wird. Nichts gegen die Polizisten, die ihren Dienst hier machen. Die machen ihren Job. Das sind zum Teil sogar Kolleginnen und Kollegen aus Gewerkschaften. Aber jedes Wort gegen die, die die Anordnungen da oben treffen. Die Anordnungen, die Proteste wie am 1. Mai versuchen zu unterdrücken und einzuschränken. Nachsicht wird geübt bei Demonstrationen von rechten und rechtsradikalen Organisationen. Gegen uns wird vorgegangen mit Schlagstöcken, mit Wasserwerfern, immer dann, wenn es sich um Gegendemonstrationen, Proteste und so weiter handelt, wie eben hier geschildert wurde. Nicht zu vergessen, mit Billigung der Regierung wurde jetzt die erste in der Geschichte der Bundesrepublik die erste Zeitung unter Dauerbeobachtung des Verfassungsschutzes gestellt werden, nämlich die Junge Welt. Begriffe wie Klassenkampf oder das Zitieren von Marx und Engels ist ein Anlass zur Beobachtung geworden. Der Begriff Klassenkampf wurde von Adolf Hitler während der faschistischen Jahre hier in Deutschland verboten. Heute wird das aufgegriffen von einer noch demokratischen Regierung. Frage: Warum? Ich denke, wir müssen zeigen und uns klar werden darüber, dass die herrschende Klasse vorbeugend eingreift. Sie handelt so, wie es der für sie zu erwartende Widerstand der unterdrückten Klassen ihr sozusagen befiehlt. Ich denke, wir müssen in dem Zusammenhang daran erinnern, dass am 1. Mai 1933 die Gewerkschaften sich freiwillig einordneten, zu Millionen einordnen mussten in die Marschkolonnen der Faschisten, der Nationalsozialisten. Sie mussten mit ihnen zusammen demonstrieren. Einen Tag später wurden die Gewerkschaftshäuser dicht gemacht. Dazu ein Zitat aus dem von Joseph Goebbels, dem damaligen Reichspropagandaminister: Am 1. Mai wird es ganz groß. Am 2. Mai werden wir dann die Gewerkschaftshäuser besetzen. Gleichschaltung, ein paar Tage Krach, dann gehören die Gewerkschaftshäuser uns. Die Spitzenfunktionäre der Gewerkschaften kamen in Schutzhaft und damit war nach der brutalen Zerschlagung der linken Parteien der Weg frei zur sogenannten Volksgemeinschaft. Goebbels war sehr zufrieden mit dem Ablauf des Plans. Er erklärte: Gewerkschaften wie verabredet planmäßig besetzt, kein Zwischenfall, Bonzen verhaftet, das geht wie am Schnürchen. Wörtliches Zitat. Der Erich Kästner hat darauf hingewiesen: Es bringt wenig, gegen den Faschismus vorzugehen, wenn er an der Macht ist. Dann landet ihr im KZ, werdet erschossen, totgeprügelt und so weiter. Wir müssen handeln, bevor er an die Macht kommt. Wir müssen handeln, wenn er beginnt, sich wie heute zu entwickeln. Frage: Welchen Weg werden die Gewerkschaften heute einschlagen? Werden sie
Widerstand leisten gegen die Angriffe der Unternehmer, der Regierung auf die Lebensbedingungen der arbeitenden Bevölkerung oder werden sie sich den Angriffen beugen? Ich stehe ausdrücklich hier als Kollege und als Mitglied des Ortsvereinsvorstandes von Verdi hier in Hamburg. Ich bedauere, dass die anderen Gewerkschaften nicht oder nur in zu geringer Zahl heute hier sind. Es ist wichtig, dass sie eingreifen. Die Gewerkschaften und die SPD. Die SPD, die die Gewerkschaften hier in Hamburg dirigiert. Es gibt keinen hauptamtlich Beschäftigten in Hamburg mehr im Gewerkschaftsvorständen, der nicht gleichzeitig Mitglied der SPD ist. Da wird abgestimmt zwischen Rathaus und Gewerkschaftshaus. Die Gewerkschaften müssen sich lösen. Sie müssen ausgehen von den Interessen ihrer Mitglieder, von den Interessen aller Beschäftigten, aller sozial Benachteiligten. Noch eine kleine Ergänzung. Wir dürfen keineswegs als kritische Gewerkschaftskolleginnen und Kollegen künftig auf die Erfüllung, ich richte das ausdrücklich auch an die Linke hier, auf die Erfüllung unserer Forderungen auf parlamentarischem Weg erhoffen. Die Entscheidungen fallen hier, die Entscheidungen fallen auf den Straßen. Wenn der Druck hier unten zunimmt, dann müssen Sie hören. Unser Widerstand wird wirkungslos bleiben, wenn wir der Gegenseite entscheidende Waffen überlassen und den weiteren Sozialabbau hinnehmen. Beispielsweise auch die Tatsache, dass 99,9% der gesamten deutschen Presse mittlerweile in privaten Händen, das heißt in den Händen der Unternehmer ist. Nach dem Motto Steuerfreiheit für uns, Immobilien für uns, Privatisierung gesellschaftlichen Eigentums für uns, Sozialabbau für den Rest. Das ist das, was uns bleibt, wogegen wir uns zur Wehr setzen müssen. Das Wort von August Bebel gilt mehr denn je. Diesem System keinen Mann und keinen Groschen, auch wenn etliche Vorsitzende unserer Gewerkschaften vermutlich anderer Meinung sind. Ich schließe mit zwei Zeilen von Brecht. An wem liegt es, wenn die Unterdrückung bleibt? An uns. An wem liegt es, wenn sie zerbrochen wird? Ebenfalls an uns. Ich danke euch.